So Leute, dann gucken wir uns mal an, was jetzt in dem neuen Update drin ist. Aber vorher, hallo Brady. Er muss immer dabei sein und checken, was ich denn jetzt so mache. Ja? So, also neben YouTube Music und Amazon, das seht ihr hier, sind zwei neue, das sind so blaue Punkte. Gibt es dann eben auch die elterliche Kontrolle, das ist hier bei Safety. Da kann man die einschalten und dann kann man alles Mögliche bestimmen, ob das Auto überhaupt nachts gefahren werden darf, Sicherheitseinstellungen, dass man nicht super schnell beschleunigen kann, Höchstgeschwindigkeit etc. Das ist schon mal sehr nett. Und dann gibt es hier eben das Navigate, das gucken wir uns gleich mal an. Da sieht man jetzt hier oben, seht ihr hier, wird jetzt angezeigt, was für Wetterbedingungen erwartet werden und wie die Luftqualität ist. Und da seht ihr jetzt hier, da sagt er eben, wie es jetzt über den Tag aussieht. Das ist genau wie auf einem iPhone, nur nicht ganz so lang. Also er sagt das nur für ein paar Stunden vorher. Das ist aber natürlich total hilfreich. Ne? Wobei, er zeigt das natürlich jetzt nur für den Ort an, an dem man ist. Ne? Interessant wäre das ja durchaus auch für einen Ort, zu dem man hin navigiert. Sehr spannend für mich ist das hier. Das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Denn gerade, das ist jetzt auch ein komplett neues Feature. Ne? Und da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, also für mich ist das mit Laden ja wichtig, denn ich benutze ja eben Solar. Und da macht es keinen Sinn, morgens früh aufzuladen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will immer erst ab 10 Uhr laden und er soll eben, weil er die Sonne ausnutzen soll, soll er auch um 19 Uhr aufhören zu laden. Dann kann ich das auch jetzt jeden Tag einstellen. Und ich kann das natürlich, wenn ich jetzt auf eine längere Fahrt gehe, wo ich das nicht haben will, kann ich das natürlich auch weglassen. Aber bei mir wäre das jetzt quasi, ich hätte das jetzt für jeden Tag so eingestellt. Ja, Vorkonditionierung ist sowas, das brauche ich nicht. Das brauchen aber diejenigen von euch, die natürlich jeden Tag zur Arbeit und zurückfahren. Da ist das natürlich ein super Feature. Ne? Und dann kann man hier noch einstellen, wie ist das zu Hause und wie ist das am Arbeitsplatz. Kann ich also dort auch anders einstellen. Jetzt habe ich das erstmal nur für zu Hause eingestellt. Also das finde ich ist ein ganz, ganz klasse Ding, weil ich mir dann überhaupt keine Sorgen mache, ach, habe ich den jetzt eingesteckt oder nicht. Sondern dann weiß ich, der lädt eben, wenn er lädt, lädt er nur in der Zeit, in der ich die Sonne nutzen will. Und dann haben wir eben noch Sicherheitssachen. Wie gesagt, das ist jetzt sowas, was nicht so furchtbar wichtig ist. Gucken wir hier nochmal. Man sollte also auch in der Lage sein, ein Unterziel einzugehen. Das machen wir jetzt mal. Machen wir mal Airport. Frankfurt. Und dann seht ihr hier, das ist schon sehr klasse. Da könnt ihr jetzt alles einstellen, was es da gibt. Ne? Business Parken, Terminal 1, 2. Jetzt sagen wir mal, ich will dann auf Abflug und zack, zeigt er mir das. Also das finde ich, das ist schon auch ein sehr, sehr cooles Feature. So, das war es jetzt erstmal von mir. Ich finde, das sind jetzt mindestens mal drei klasse neue Features, also mit dem Unterziel einstellen, mit der Information zur Luftqualität und ähnlichem, das ist klasse. Und ganz toll finde ich die Möglichkeit, das Laden jetzt für einen bestimmten Tag auf bestimmte Uhrzeiten einzustellen. Soweit, macht's gut, Leute. Ciao.